Bauernberger, die Fußball-EM ist heuer sicherlich das große Thema bei der Vermarktung vom Salzburger Land. Was für nachhaltige Effekte erwarten Sie sich von der EM? Ja, also wir freuen uns natürlich besonders, dass wir Austragungsort sind, Austragungsland. Natürlich der größte Vorteil und der größte nachhaltige Effekt wird sicherlich der Imagegewinn sein. Wir haben ja ausgerechnet etwa 120 Millionen Euro allein an Werbewert wird die Euro für das Salzburger Land bringen. Das könnten wir mit keinen konventionellen Werbeaktivitäten erreichen. Dann werden viele neue Gäste zu uns kommen. Wir rechnen mit etwa 300.000 Gästen, die im Juni aufgrund der Euro das Salzburger Land besuchen werden. Viele Stammgäste natürlich, aber natürlich viele neue Gäste, die zum ersten Mal hier sind. Und unser Ziel ist es natürlich, aus diesen Neugästen Wiederholungstäter zu machen. Und dann die direkte Wertschöpfung ist enorm. Ja. Man rechnet etwa 60 Millionen Euro, das hier direkt umgesetzt wird. Einer der Hauptprofiteure wird natürlich die Hotellerie sein, wird die Gastronomie sein. Ich denke, wir können das Land und die Stadt wirklich auf die internationale Bühne hieven. Und aus diesem Grund bereiten wir uns intensiv auf die Euro vor. Wird neben der Stadt Salzburg auch die ländlichen Regionen, werden die auch davon profitieren, glauben Sie? Auf jeden Fall. Es wird sich natürlich konzentrieren in der Stadt Salzburg und sage jetzt einmal im Umkreis von etwa 20 Kilometer. Aber dadurch, dass wir haben ja auch zwei Mannschaften, die hier während der Vorrunde im Salzburger Land sein werden, ist einerseits die russische Nationalmannschaft im Pinzgau, also in Leogang, und der ehemalige Europameister Griechenland wird in Fuschl am See, in Hof, im Schlosshotel Fuschl das Camp aufschlagen, werden viele Aktivitäten auch am Land passieren. Wir haben alleine 10 große Public Viewing Areas im Land, um einfach Einheimische sowie auch Gäste wirklich von den Fußballfestspielen, so nennen wir es im Salzburger Land, zu überzeugen und zu begeistern. Die Aufnahmefähigkeit der Stadt Salzburg punkto Verkehr ist ja eher begrenzt. Was für Maßnahmen wird es geben, um hier ein permanentes Verkehrschaos zu verhindern? Die Organisatoren und auch die Verkehrsplaner haben hier natürlich von der Rad-WM sehr viele Erfahrungen gesammelt im Jahr 2006. Und es wird natürlich erwartet, an den drei Spieltagen wird es zu Engpässen kommen, keine Frage, das geht gar nicht anders. Aber ich glaube, es wurde ein System entwickelt, wo viele der Gäste auf öffentliche Verkehrsmittel umgeleitet werden. Wir selbst haben mit der Fancard ein Produkt geschaffen, das Gäste auf den öffentlichen Verkehr umleiten wird. Und eins unserer Ziele ist, dass nicht nur die Gäste eben zu den Fußballspielen kommen, sondern auch die Attraktionen in unserem Land besuchen. Und mit der Fancard ist das möglich, weil der komplette öffentliche Verkehr, ob es jetzt Bahn, Bus oder in der Stadt der Verkehr drin ist, inkludiert im gesamten Land Salzburg, also von Krimmel bis St. Gilgen wird alles drinnen sein. Also ich glaube, wir sind gut vorbereitet drauf. Wir sind ja gewohnt, auch Gäste in hoher Zahl zu beherbergen, auch in normalen Saisonen, sage ich jetzt einmal. Und darum werden uns die 300.000 Gäste jetzt nicht wirklich überraschen. Und welche weiteren Schwerpunkte abseits der Fußball-EM wird es bei der Vermarktung von Salzburger Land heuer geben? Ja, wie gesagt, das Thema Sommer steht ja vor, Sommersaison steht vor der Tür. Und wir werden den alpinen Bergtourismus natürlich wieder ganz in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten stellen. Der Salzburger Almsommer geht in das fünfte Jahr, am 22. Juni wird er eröffnet. Und das ist das zentrale Thema überhaupt. Der führt dann direkt in den Bauernherbst über, der in das 13. Jahr geht. Heuer werden wir uns besonders natürlich auch um das Thema Rad bemühen. Wir werden die zweite Auflage der Edimerx Classics haben und das Thema Golf, wo wir einen besonderen Schwerpunkt in den letzten Jahren gesetzt haben, werden wir weiter ausbauen. Ein Thema, was ist vielleicht ganz interessant, ist das Thema Sound of Music, das ja eines der ganz großen Themen für Salzburg ist. Etwa 300.000 Gäste pro Jahr kommen aufgrund der Schauplätze, die sie besuchen, gerade aus dem englischsprachigen Raum. Und wir werden heuer eine große Kooperation mit dem größten Erlebnispark in den Niederlanden haben,
Efteling, der hat etwa 3,5 Millionen Besucher. Dort wird Sound of Music ab Herbst aufgeführt und die komplette Vorpromotion wird gemeinsam mit uns passieren in den Niederlanden. Niederlande, unser zweitwichtigster Herkunftsmarkt. Also Sound of Music wird ein Schwerpunktthema sein. Es wird ein kleines Hotel heuer eröffnet. Die ehemalige Villa, wo die Familie Trappe gewohnt hat, in Eigen wird zu einem kleinen Hotel umgebaut. Es wird auch bald hoffentlich das Sound of Music Museum geben. Also Sound of Music ist ein Thema, auf das wir uns voll setzen, weil es eben hier neue Angebotselemente geben wird. Dann wünsche ich viel Erfolg. Danke fürs Gespräch. Danke, gerne.